Wels und die Römer gehören zusammen wie Petrus und das schöne Wetter. Wels hat eine große römische Vergangenheit. Wels hat eine tausendjährige Geschichte, die von den Römern begleitet wird. Wir waren, als Ovilla war, einer der großen Provinzhauptstädte in Noricum. Insofern gibt es sehr, sehr viele Römerfunde in Wels, die werden hier ausgestellt. Und das ist auch einer der hauptsächlichen touristischen Attraktionen in Wels. Stadtmarketingdirektor Peter Jungreitmeier und Bürgermeister Andreas Rabel unterstützen die Aktion des Museums im Minoritenkloster und sind überzeugt, mit diesen historischen Werten den Welser Tourismus weiter zu beleben. Tourismus kann nur erfolgreich sein, wenn er authentisch ist, wenn er auf echten Fundamenten aufbaut. Und die Römergeschichte in Wels ist unglaublich. Es waren ja einige römische Kaiser auch hier, und als Kaiser Hadrian damals die Stadt besucht hat, so ist übermittelt, ist ein Riesenruck durch die Stadt gegangen. Und Wels war damals schon, als Ovilla war, eigentlich weltweit eine führende Stadt. Und das hat sich in der Geschichte weiterentwickelt, und das muss natürlich erzählt werden und dargestellt werden. Während des Lockdowns wurde das Kulturleben in Oberösterreich beinahe zu Grabe getragen. Eine kulturelle Wiederauferstehung feiert die Messe- und Einkaufsstadt Wels. Wir haben jetzt eigentlich in den nächsten Wochen beginnend eine Vielzahl an Veranstaltungen mit der Shopping Night im Juni, mit der Europameisterschaft, und dann kommt eh schon das Kleinod-Festival. Gott sei Dank gibt es Privatinitiativen, und in Wels wird jetzt im August das Kleinod-Festival veranstaltet. Das sind sehr, sehr viele kleine Bands, kleine Gruppen, die hier Musik machen, die Großartiges zur Schau stellen. Das in Kombination mit Gastronomie, das in Kombination auch mit unseren Kulturstätten. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Ich glaube aber, dass es eine ganz tolle Veranstaltung wird. Rabel und Jungreitmeier setzen voll auf publikumswirksame Aktionen. Wir werden versuchen, viele, viele Themen möglich zu machen und wieder etwas Normalität in unseren Alltag zu bringen.